wie gut die frische Luft am Busen der Natur. Hm. So schön ruhig. Keine Redaktion. Ja, aber sollten öfters einen Tag Urlaub machen. Keine Redakteure. Vor allen Dingen das. Aber oh Gott, wir haben einen Termin verpasst. Termin? Multimedia-Leserbriefe, wir müssen heute noch drehen. Heute? Völlig unmöglich. Da hilft nur noch PC-Notruf. Toni, kannst du schnell mit der Kamera kommen? Es ist eilig. Weidmann Zeil und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe der Multimedia-Leserbriefe. Diesmal live aus dem Wildpark in Point. Oh ja, und jetzt werden sich viele Zuseher fragen, ob das denn sein muss, dass diese faulen Redakteure von PC Player Urlaub machen und durch die Wälder hüpfen. Von wegen Urlaub. Denn eine wichtige Recherche führte uns hierher in das Herz des oberbayerischen Regenwaldes. Ja, und zwar haben wir den bekannten Tierforscher Toni Seelmann auf einer Expedition begleitet und die Ergebnisse sehen Sie jetzt. In unserem Exklusivvideo Das geheime Leben der Soundkarte. Im Frühjahr, wenn die Natur erwacht, beginnt auch die Brunftzeit der Soundkarte. Erdige Laute durchdringen den Forst, wenn das Männchen seine Partnerin lockt. Während der Balzzeit färbt sich die ansonsten unscheinbare Platine des Weibchens in den schillerndsten Tönen. Leider darf die Soundkarte immer noch gejagt werden. Tierschützer protestierten bislang vergeblich für eine ganzjährige Schonzeit dieser possierlichen Platinengeschöpfe. Schutz und Geborgenheit finden die Soundkarte nur in kleinen grauen Kästen, die gutmütige Menschen für sie aufstellen. Wenn die Nächte länger werden, legt die Soundkarte ihre Vorräte an. Leckere Treiber sorgen dafür, dass sie ohne Aussetzer über die kalte Jahreszeit kommt. Soundkarten sind zärtliche Eltern. Ihre Jungen sind noch nicht alleine lauffähig und werden Wavetableboards genannt. Doch abschließend noch eine dringende Warnung von Dr. Locker. Wie Sie sehen, ist die Soundkarte an sich ein liebes, kleines und possierliches Tier, das kaum schmutzt und sich ansonsten sehr unauffällig gebärdet. Sie sollten allerdings, und das ist ein wichtiger Hinweis, schauen, dass Sie kein ausgewachsenes Muttertier treffen, denn die Muttertiere können ziemlich bösartig werden, wenn sie ihre Brut beschützen. Also da kommen die kleinen Soundkarten her. Hätte ich ja nicht gedacht. Also ich gehe eigentlich immer noch davon aus, sie werden irgendwo in Fernost zusammengelötet. Nein, nein, nein. Kann ja nicht sein. Blödsinn? Völliger Blödsinn. Apropos Blödsinn. Wie Sie vielleicht wissen, oder wie wir ihn jeden Monat demonstrieren, kann bei den Tonaufnahmen zu modernen Multimedia-Produktionen einiges schiefgehen. Und deswegen bemühen wir uns immer, aus den Filmstudios Originalausschnitte aufzutreiben. Und diesmal ist es uns gelungen, aus dem Multimedia-Studio von Virgin rauszukriegen, was bei Daedalus Encounter wirklich gesagt wird. Zeus, die Menschen haben uns doch glatt vergessen, Zeus. Allerdings, Hera, ich glaube, dass wir uns bei denen da unten mal wieder bemerkbar machen müssen. Die Warnung mit dem Pentium-Bug haben sie nicht kapiert. Ah, da ist die gute Erde ja. Aber vielleicht sollten wir ein bisschen an Windows 95 herumbasteln. Traurig, aber wahr. Auch in Poing muss der Wald dem Fortschritt weichen. Skrupellose Großgrundbesitzer wollen aus dieser idyllischen ländlichen Gemeinde eine blühende Metropole machen, so ähnlich wie Moskau, Frankfurt oder Los Angeles. Apropos Los Angeles. In Los Angeles fand kürzlich die größte Computerspielemesse der Welt statt. Und die heißt E4. Nein, das ist die E2. E2? Bist du sicher? Wir sagen halt E3. Na gut, E3. Okay. Fand die E3 statt und unsere furchtlosen Redakteure Florian Stangl und Boris Schneider waren eine ganze Woche in L.A., haben unsere Videokamera dabei gehabt und nachdem die deutsche Botschaft freundlicherweise das Geld fürs Rückflugticket ausgelegt hat, sind unsere Helden hier in Poing wieder gelandet, haben die Videokassette mitgebracht und hier nun unser Bericht von Los Angeles. Florian, hältst du die Kamera richtig rum, die Kamera? Ich meine, das gehört andersrum. Hast du die Anleitung gelesen von Toni? Ja, ich denke schon, aber irgendwie... Hallo und herzlich willkommen in Los Angeles zur Electronic Entertainment Expo.
Wie auf jeder Messe versuchen auch hier die Aussteller das Publikum mit verrückten Kostümen an den Stand zu locken. Wir haben hier eine Auswahl zusammengestellt von den blödesten Verkleidungen, die hier rumlaufen. Waren wir noch auf der Party von Origin. Startschuss für die Dreharbeiten zu Wing Commander 4. Und da gab es eine Gesangseinlage, die sich gewaschen hat. Vielleicht noch, auf der CeBIT benutzte IBM diese Maschine, um Windows 95 Anhänger von den Vorzügen des OS 2 Warp Systems zu überzeugen. Dasselbe macht jetzt nun 3DO in LA. Jeder, der am Sony Stand an der PlayStation spielt, wird zwangversetzt in dieses Gerät. Ja, das war natürlich ein sehr schöner Videobeitrag, aber was brauche ich Los Angeles, wenn ich hier die satten grünen Wiesen des Pollinger Umlands genießen kann? Genau. Und zum Abschluss haben wir noch eine E-Mail von Gabi aus Bad Salzdetfurt. Sie möchte von uns wissen, die letzte Ausgabe habe ich leider verpasst und da sollen ganz tolle Multimedia-Leserbriefe drauf gewesen sein und die habe ich jetzt nicht gesehen. Was kann man da tun? Oh, das ist aber ganz, ganz schlecht, weil die letzten Multimedia-Leserbriefe waren auch noch 8,5 Minuten lang. Kundenfreundlich, wie wir nun einmal sind, haben wir eine kleine Zusammenfassung. Die wird jetzt abgespielt, die letzte Sendung nochmal im Zeitraffer. Inzwischen nutzen wir die Gelegenheit, um als Stimme aus dem Off den Abspann zu sprechen. Was hatten wir denn diesmal alles? Wen hatten wir denn dabei? Diesmal war dabei Heinrich Lehnhardt, Boris Schneider, Jörg Langer, in irgendeiner Form Florian Stangl, glaube ich, war auch irgendwo im Bild. Toni Schweiger stand ab und zu hinter der Kamera. Wir hatten einen tollen Gastauftritt von Anatol Locker, der eine einzig wahre. Wir bedanken uns bei der Firma Psion. Wofür eigentlich? Frage. Ich weiß auch nicht. Boeing. Wir grüßen Schafi. Wir grüßen Schafi und Babsi, die vielleicht auch noch irgendwo durchs Bild gehuscht ist. Und langsam ist der Abspann zu Ende. Und alle Soundkarten, die wir kennen. Und alle Soundkarten, die wir kennen. In 4 Wochen sieht man sich wieder. Bis dann. Bis dann. Die gemeine Birke. Böse, böse, böse. Oh.